Wen das Wingfoiling-Fieber gepackt hat, der steht kurz überlang an einem Flughafen in Richtung Wind. Doch bis dahin stehst du als Fan dieser Wassersportart vor einem ganz konkreten Problem, nämlich wie bekomme ich das ganze Geraffel zum Beispiel von München nach Gran Canaria? Gibt es denn keine Foiltasche, die diese drei elementaren Bedingungen erfüllt? Ist es wirklich zu viel verlangt? Wow. Für die etablierten Sportarten Kiten, Surfen, Windsurfen gibt es bereits passendes Gepäck. Doch fürs Wingfoilen musst du schon echt intensiv suchen. Warum? Naja, nehmen wir zum Beispiel Kiten. Dort gilt es in erster Linie, das Brett zu schützen. Weder die Bindung noch der Kite sind sonderlich empfindlich. Zudem sind die Maße eines Kitebretts überschaubar. Beim Windsurfen hingegen sind die Bretter deutlich länger. Und neben dem Mast sollte auch noch das Rig heil am Urlaubsort ankommen. Auftritt Wingfoil. Das Brett ist länger als beim Kiten, vor allem aber ist es breiter als die Windsurfbretter. Unser 5,7er Lance von Gong misst 1,70 in der Länge und 78 in der Breite. Die Flügel sind ebenso empfindliche Teile und müssen demnach auch sicher verstaut werden. Der Mast, die Fuselage und die Topplatte sind unempfindlich und aus Stahl und letztendlich eigentlich nur ziemlich schwer. Die Problempunkte sind damit im Grunde bereits genannt. Die Breite des Wingboards, das hohe Gewicht durch das Foil und eine extra Polsterung für die Flügel. Beginnen wir mit der Suche nach einer Tasche für die Abmessung eines Wingboards. An der Stelle erwähne ich gerne, dass fortgeschrittenere Fahrer natürlich kleinere Bretter nutzen und mit der Breite weniger Probleme haben. Doch vor allem die Bretter für Anfänger sind nun mal breiter. Die 140 Liter Version des Lance in 5,9 kommt sogar auf 83,8 Zentimeter. In den üblichen Online-Shops findet man unglaublich viel für Kiter und Surfer, aber eben nichts für Winger. Wenn man mal von einfachen Tagesausflugstaschen absieht, das Wingfoilback von Concept X zieht sich wie eine zweite Haut über das Lance. Mit dem Trageriemen bekommt man das Brett gut zum Auto getragen und gleichzeitig hast du dann aber die Foiltasche in der anderen Hand und den Wing auf dem Rücken. Folglich ist das kein Konzept für eine Flugreise, obwohl ich rein vom Schutzfaktor das Board in der Tasche ohne Bedenken am Flughafen aufgeben würde. Die Internetrecherche mit diversen Taschen brachte leider nur einen einzigen positiven Treffer. Die Firma Mystic bietet mit der Star Wingfoil eine spezielle Tasche für Wingfoiler mit ausreichender Breite plus extra Fächer für Mast und Flügel inklusive Polsterung. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, ist, wie Mystic hier praktisch an alles dachte, nur das Gewicht ignorierte und der Tasche nur einen Trageriemen statt Rollen spendierte. Immerhin reden wir hier von ca. 7 Kilo für das Brett und 3, 4, 5 Kilo für Foil und Flügel. Das verstehe ich einfach nicht. Somit gelange ich zu meinem zweiten Punkt, dem hohen Gewicht. Wie bereits erwähnt, sollte die Tasche Rollen haben. Wer hat schon Lust, zig Kilo auf der Schulter über heutige Großflughäfen zu tragen? Ganz abgesehen davon, dass der eine oder andere eventuell sogar noch mit den Öffentlichen zum Flughafen fährt. In meiner Verzweiflung war ich kurz davor, mir eine reguläre Surfertasche zu kaufen, als Freunde so nett waren und mir ihre zum Testen zur Verfügung zu stellen. Der Mast, der kommt schon mal unter die Schutzmatte. Jetzt wird's spannend. Passt Annes Lance von der Breite in die Tasche? Mist. Na, vielleicht passt mein 5,8er Flint? Der Vorteil der großen und vor allem langen Tasche ist, vorne und hinten ist dann natürlich noch eine Menge Platz. Hier passt doch wunderbar der Wing rein und die Pumpe, die bekomme ich auch noch irgendwie unter. Übrig bleiben Flügel, Fuselage und Topplatte. Mein Problem sind konkret die Flügel. Wie bekomme ich die unbeschadet ins Zielgebiet? Oben aufs Brett? Na, beim ersten Mal stapeln ist der Wing vermutlich gebrochen. Letztlich bedeutet es schlicht, auch die Surfertasche ist für Winger eigentlich nur bedingt geeignet für den Transport im Flugzeug.
muss ich die Foiltasche als Aufgabegepäck und den Boardbag als Koffer für meine Kleidung nutzen. Gibt es denn keine Foiltasche, die diese drei elementaren Bedingungen erfüllt? Ist es wirklich zu viel verlangt? Es gibt die perfekte Wing-Foil-Tasche und zwar von Concept X. Das Ganze nennt sich Wing Travel Bag XT. Das erfüllt alle drei Punkte, die ich rausgekehrt habe. Sie ist breit genug, das heißt, ich kriege das Brett easy peasy rein. Sie hat Rollen, das heißt, es wird nicht so schwer. Und zum Dritten, sie bietet auch Schutz für die Wings. Wie sie das macht, ist eigentlich total genial. Und zwar, man hat zwei Abteile konzipiert. Im unteren Abteil liegt ein Brett und im oberen Abteil kann ich dann die Wings reinlegen. Also hier zum Beispiel die Cover für den Frontwing, aber der Frontwing liegt dann auf den Wings und hat auf diese Art und Weise dann so ein bisschen Puffer. Oben passt rein, damit ich das alles aufzähle, zwei Wings, zwei Helme, zweimal paar Schuhe, zwei Neos, ein Flügelset mit Fuselage und Platte. All das passt in das obere. Ach, und die Pumpe, genau, die Pumpe liegt auch noch drin. Das heißt, ich kann alles mitnehmen, ohne Probleme. Alternativ kann man natürlich unten ein Brett reinlegen und oben ein Brett reinlegen. Die Tasche ist dick gepolstert, rundum mehrere Millimeter, 6 mm PVC-Schutz. Ich habe drei Haltegriffe, nämlich oben, unten und an der Seite und noch zusätzlich einen Trageriemen. Im Grunde genommen eigentlich alles, was man braucht. Super Arbeit. Ich würde sagen, das ist das perfekte Bag, um mit dem Wingfoil-Brett an den Strand, an den See und das Ganze auch im Flugzeug zu reisen oder zu fahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.